Hallo ihr Lieben, seid schon bereit für einen Schwank aus dem Jubilar sein Leben? Peppi, sitzt eh schon in deinem Sessel? Wir wollen euch jetzt einmal ein Video zeigen, das was auf einer wahren Begebenheit beruht. Ich glaube, ihr kennt ja alle Peppi ganz gut, aber wie er in der Früh beim Aufwecker sein kann, das wissen die wenigsten. Aber ich sage halt einfach, Film ab. So, ich glaube, da habe ich das Déjà-vu. Das war irgendwie vor ein paar Jahren schon mal. Da waren wir genauso fett wie gestern. Und jetzt soll ich in Sepp aufwecken. Im Morgenmuffel. Schnarchen hört man auch schon. Das wird ein Hocken. Mann, wie schaut denn die Tier aus? Die schaut aus wie die Heckscheiben vom Scirocco. Da sind mehr Flügel um hinten wie vorne. So, und jetzt probier es mit dem Aufwecker. Sepp, geh weiter, du bist 40. Wo bist denn? Wir warten alle. Reicht dir raus! Störer! Bist du wahnsinnig? Feier mal alleine. Lass den schlafenden alten Mann. Unser Peppi ist Jäger mit Leidenschaft. Und somit auch sehr sauber mit seinen Geräten. Dabei haben wir ihn einmal heimlich gefilmt. Und fast hat sein Vater einen Herzinfarkt dabei gekriegt. Einmal ein Jäger, I live, I love, ein Jäger. Er sprach zu seiner Frau: Ich geh nun in den Wald hinaus und schau nach Fuchs und Hasen aus. Du, ich muss eigentlich, das kommt meinem Peppi auch sagen, was? Ja. Wo ist er denn eigentlich, der Peppi? Der Peppi? Ich glaube, im Wohnzimmer. Ja, dann zahlen wir ihm das jetzt nochmal. Daneben, Gedenken, da flecken die anderen dein Geschick. Im Leben, da ist nicht alles geben. Und darum braucht im Leben. Und du bist denn da? Aber nee, das Fenster, weil die schauen dann wieder so aus. Sagst du denn, du wirst der Pixel putzen? Komm mit mir in mein Jagdrevier, im grünen Muster sing ich dir ein Lied, das macht dich froh. Unser Sicherheitsinspektor ist an so manchen Tagen sehr, sehr unsicher unterwegs. Nach langen Recherchen haben wir in einem Archiv ein Video gefunden, von dem wir nicht genau wissen, ob er das war, aber von der Art her könnte es gewesen sein. Schaut euch das einmal an. Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Aktenzeichen XY. Es geht um einen Fall aus Steinhaus bei Wels. Es handelt sich in diesem Fall um einen schwarzen Geländewagen der Marke Ausländer. Leider ist uns kein Kennzeichen bekannt. Im Heck ist eine L40-Tafel angebracht und ein runder Fahrstil sind das Markenzeichen. Augenzeuge wurde am Samstag eine unbekannte Person von diesem Wagen am Parkplatz vom Jägerwirt in Steinhaus abgesetzt. Danach gab es einen großen Knall. Zurück blieben nur Scherben eines Rücklichts. Die Polizei hat aufgrund der Indizien die Szene nachgestellt.
Hier nun der Beitrag. Heute bin ich wieder fett wie ein Radierer. Du brauchst dir nicht verstecken, trau die Vierer. Komm her und lass dich anschauen, meiner Söhne. Du kommst mir direkt schäfer in mein Ö, in mein Ö. Du wirst mit jedem Viertel immer schöner. Zwei Viertel und du bist Miss Vienna. Ich sauf mir täglich auch in aller Tour. Das ist der allerbeste Schönheitskur. Stimmung! Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren, in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Santa Maria, nachts an deinen schneeweißen Strände. Santa Maria, Maria, die steht so weit. Santa Maria, Maria, vom Mädchen bis zur Frau. Falls Sie Angaben oder Hinweise zu diesem Fall haben, melden Sie sich bitte beim Salzamt oder bei unserer Mitarbeiterin, der Frau Brause. Ruf sie an! Der Peppi wohnt ja alleine in Wien. Entschuldigung, in Brunn. Und da sie das Haus ja nicht von selber putzt, hat er sich gedacht, er legt sich eine Putzfrau zu. Wie der Peppi sich eine Putzfrau sucht, da begleitet uns jetzt die altbekannte Susi von Herzblatt durch das Programm. Die Kastlin Show. Mit dem Titel Peppi sucht ne Putzi. Durch das Programm führt wie immer unsere Susi. Lieber Josef, heute hast du die einmalige Gelegenheit, dir die Putzi deines versauten Herzens auszuwählen. Aber ich sage es dir gleich, es wird auch dir sehr, sehr schwer fallen. Sulwana, Kandidatin Nummer 1, lässt vielleicht dein Herz in deiner Hose höher schlagen. Sulwana ist eine motorisierte, rassige, dauerölige, ausgebeulte und aufgemotzte Putzfeenschlampe. Ihre Vorlieben sind Scheiß mal am Arsch. Aber vielleicht ist es auch Kandidatin Nummer 2, Barenka, der Trabi unter dem Putzfien. Sie stottert zwar am Anfang unter lästiger Geruchsentwicklung, ist aber nach kurzer Warmfahrzeit leicht zu handeln. Durch ihre dominante Bereifung braucht man auch vor dem berüchtigten Peitschenschlag-Syndrom keine Angst zu haben. Ihr Spezialgebiet sind saubere, polierte Rohre. Und sie brennt darauf, es dir zu beweisen.
unsere Kandidatin Nummer 3, Hanka, kann mit dem Wedel wie eine Künstlerin umgehen. Ein hitziges, vollbusiges Rasseweib. Sie putzt auch sehr gerne mit Fetzen und scheut auch nicht vom Blasen, weil ihr Promille beim Wedeln ja egal sind. Imula, unsere Kandidatin Nummer 4. Eine rastige Gazelle, die immer auf den Sprung wartet. Und die nur einen Stiel benötigt, um als Ganzkörperbesen bei dir zu fegen. Last but not least, Olga, Kandidatin Nummer 5. Die kleine, schüchterne, weißrussische Staubdesignerin steht sehr auf Sadomaso-Kehren. Olga kann aber auch sehr zärtlich mit deiner Zahnseide umgehen. Du siehst schon richtig, du schmutziger Josef. Aber jetzt lehne dich zurück und genieße diese 5 versauten, da verstaubt nix, Nixen, in gebündelter Form. Zuerst auf dem Catwalk Olga und Sulvana. Gedicht von mir. Barenka, Imula und Hanka wollen sich auch um dich zanken. Josef, wie hast du dich nun entschieden? Für Sulvana, die rassige, ölige Motorschlampe, die mit ihrem aufgemotzten Arsch den Putzfetzen schwingt? Oder Barenka, der geruchsreiche Trabi, der deinem Rohr kein Schleudertrauma vergönnt? Oder Hanka, die dir beim Wedeln ihre Promille einbläst? Oder für Imula, dem Ganzkörperbesen, der wie eine Gazelle duftet. Oder wird es Olga, die mit Sadomaso-Fegen deine Zahnseide zum Stehen bringt. Josef, jetzt ist es soweit. Schreite zur Putzitreppe und nimm deine Putzi am Lappen. Peppi, eine steht im Drehbuch. Eine! Ist doch egal. Ich glaube, da haben es alle 5 dringend notwendig, einmal so richtig durchgeputzt zu werden. Wenn's der Peppi nur aushält.
alles Gute. Wenn der Peppe nicht gerade eine Putzfrau sucht, dann ist er in Afrika. Wir fragen ihn dann, ob er, was tust du dort eigentlich so? Sagt er, ja, jagen halt. Aber wenn wir dann mit seinen Spezies reden oder mit seinen Jagdkollegen, die erzählen uns ganz andere Geschichten. Dass er sich in der Nacht weggeschleicht und beim Stamm anbirscht. Und ja, da ist halt ein Schuss einmal gewaltig daneben gegangen. Aber mehr dazu erzähle ich unsere Kollegin, die Julia. Nisava huzu, ahava zini mizivi, ah suva suva zahava. Steht die Versuchung wie ein Baum. Obernanga Parbat ob am Hindu. In Afrika im Busch. Tief in der Savanne bei einem Wasserloch, wo so mancher Löwe zu mancher Löwin roch, wo Sonne, Mond und Stern leuchten aus der Fern, da gibt es eine Übung, die machen alle gern. Willkommen bei Vermisst. Letzte Woche war ich bei Otukbu in Afrika. Er sucht seinen Vater. Er ist 10 Jahre alt und sein sehnlicher Wunsch ist, seinen Vater zu finden. Durch einen recherchierten Zufall haben wir im laufenden Haus, wo man läuft, ein Foto gefunden, wo die Person, die wir suchen, zu erkennen ist. Da auch eine zweite Person auf dem Foto ist, da ist uns klar geworden, dass es sich um Steinhaus handeln muss. Mein Auftrag war, Oktupus Vater zu finden. Die Odyssee hat vor einer Woche begonnen, doch sehen Sie selbst. Es geht deine Tränen auf Reisen, sie geht auf die Reise.
Papa, der Ott Buchtu, gesagt hat, dass sein Papa da unten schon scharf war wie Antilopen. Jetzt sind wir aufs Laufhaus gekommen. Jetzt schauen wir da einmal nach, ob wir da was finden. So, jetzt schaue ich schon rein, aber ohne Kamera, weil da steht Filmen und Betreten unter 18 verboten. Kommt es vor, dass man dann mich fragt? Es war so schön. Also ich habe jetzt einen super Tipp gekriegt, wir sollen jetzt nach Storhaus reinschauen, weil er hat ein Foto verloren, da ist er drauf, wo eine Schuhe auch im Hintergrund zum Sehen ist. Und das dürfte ein Storhaus sein. Jetzt schauen wir da einmal hin. Jetzt haben wir den Tipp gekriegt vom Laufhaus, dass der Papa vom Ott Buchtu da ins Storhaus unterwegs sein müsste. Jetzt habe ich mich leider schon wieder verfahren, aber jetzt habe ich die Kirchen gesehen, die müssen da drüben sein. Jetzt werden wir mal schauen, was sie da drüben tut. Vielleicht findet man da. 1 Kilometer sind wir nicht mehr weit weg. Otukpo, durch das, dass der Papa ein ziemlich markantes und eigenes Auftreten hat mit seinem Gewehr und mit seinem Hut, glaube ich, werden wir ihn bald einmal finden. Boah, ist das schön. So viel Natur. Otukpo, da hat es dir sicher gefallen. Ich glaube, da hat der Papa sicher mal schwimmen gelernt. Jetzt haben wir da den Kirchenturm gefunden und so wie es sein soll, steht daneben eine neu gebaute Schule. Jetzt sind wir gespannt, was sie uns jetzt da drinnen bietet für Möglichkeiten, denn vielleicht haben wir die noch Aufzeichnungen von früher, wie sie halt mit Sturmtafeln gemalt haben und so. Mal schauen, bin gespannt. Da sehe ich jetzt eh schon wen sitzen, die werde jetzt gleich fragen. Hallo, darf ich kurz stören? Haben Sie die Person schon mal gesehen? Kennen Sie nicht. Na gut, danke auf jeden Fall. Dann muss ich weitersuchen. Lieber Ott Buchtu, Glaube gibt Halt. Mit dem Spruch werden wir sicher den Papa finden. Aber jetzt suchen wir nicht mehr in der Schule weiter, weil da, glaube ich, kennt ihn keiner. Und jetzt gehen wir lieber in die Wirtshäuser. Jetzt suchen wir mal Wirtshäuser, wo wird es da gehen? Ah, da sehe ich eh schon das erste Wirtshaus da oben, das rosarote. Jetzt schauen wir mal auf. Zwischen Kirche und Kneipe spielt das Leben sich. Boah, so ein gescheiter Hatscher da auf. Weil die zwei uns begleiten. Bis gut. Von der Wiege ins. Hallo, grüß euch. Grüß dich. Darf ich dich kurz stören? Haben Sie den schon einmal gesehen? Ja, den habe ich schon mal am Sportplatz einmal da oben links gesehen. Und der Jäger, glaube ich, ist er auch. Ja, also haben sie mir auch erzählt. Aber treffen tut er wenig, glaube ich, sagen sie. Aber weißt du, in den Straßen rennt es viel Leute. Das sind mehr Reppig, was der hat wie Hosen. Aha. Rennt eins Leute, gell? Ja, rennt eins Leute, aber weißt du, in Straßen rennt so viel, weißt du. Hättest du ja da eventuell einen Tipp, wo man noch weitersuchen könnte, wo man auch noch öfter gesehen hätte? Boah. Treibt sich der oft umeinander irgendwo? Der treibt sich oft umeinander in der Gegend. In die Wirtshäuser müsstest du ein wenig schauen. Ja, in der Hudern. Der Hudern ist ein Riesen. Ja, da kommt das an. Weil unter der Woche ist der nie zum Wasser gekommen. Aber am Wochenende ist er narrisch unterwegs. Wir sind alle mal Sünder. Jetzt sind wir da beim Hudernwirt. Tut sich ganz schön was. Jetzt schaue ich einmal zu dem Tisch. Ja, grüß Gott. Bin ich da richtig beim Hudernwirt? Ja, eigentlich schon. Darf ich eine kurze Frage stellen? Ja, wusste ich ja nicht. Kennen Sie die Person? Aber nur vom Sehen aus, so genau auch nicht. Weiß ich nicht. Hätten Sie einen Tipp, wo man denn suchen kann? Ja, ich meine, in Ort drin, in Storhaus. Da ist man schon mal über den Weg gekannt, meine ich. Wo genau, wie genau? Ich meine, in Storhaus, im Ort, jetzt mehr erfahren. Von Elektriker vielleicht, oder? Ja. Aschendach ist er schon mal ein Jäger. Ja, schaut so aus am Foto. Ja, am Foto schaut er so aus. Ein Wichsen hat rumgehängt, ein wenig Gucker. Aber da bin ich ein wenig Schürzenjäger sein. Ein wenig Sonntagsjäger. Ja, ja, schauen meine. Wir mal. Ich sage einmal danke. Bitte sehr. Und ich hoffe, wir werden ihn dann finden. Hoffentlich, ja. Ja, danke schön. Wiederschauen, für dich. Ja. Glaubst du, ich verrobe meinen Freund?
kann ich doch nicht tun. Das geht ja doch nicht. Das ist ja nicht normal, gell? Wieder retour Richtung Stornhaus City, sind uns am Highway ein paar Oldtimer entgegengekommen. Ich glaube, die waren bei 1972, aber hat es damals eigentlich schon Motorradeln gegeben. So, jetzt haben wir da ein Elektrikauto gefunden. Ich glaube, der ist auch vom Ort, weil selber ja Kennzeichen hat er. Jetzt schauen wir mal, vielleicht kann uns der weiterhelfen. Grüß Gott, sind Sie der Herr Kleitner? Jawohl, ich bin der Chef selber. Ja, super. Ich habe eine Frage, kennen Sie den Herrn? Das ist ja der Josef, oder? Der war schon mal da, wenn mich nicht alles getäuscht. Der hat gesagt, er hat einen kurzen. Habe ihn aber zum Doktor geschickt. Wo kommt man denn nur hinschauen jetzt? Mariana, hast du ein Glück? Weil am Samstag hätten Oliverzeiser zu, da kommt man gar nicht hingehen. Ja, und wo kann ich jetzt hinschauen am Mittwoch? Am Mittwoch können wir zum Jägerwirt gehen, der hat sicher offen. Das sind ja wirklich gescheite Hatscher dort vom einen Wirtshaus zum anderen. Aber da sehe ich jetzt auch schon wen sitzen, da werde ich gleich zubestatten. Grüß Gott, bin ich da richtig beim Jägerwirt? Darf ich eine kurze Frage stellen? Und zwar, ich suche diese Person. Ja, kennst du ihn schon, so flüchtig gesehen habe ich ihn schon ein paar Mal, kommt hinter als Gast. Wie man sieht, quasi als Jäger. Und ja, ist halt hinter mir unterwegs, aber besser wie so der Bekannter Bescheid, ins Athlet. Wir haben ein Pensionist, betreibt so ein ganz Gasthaushoppe-mäßig und die waren Chef in Afrika. Und wenn du da aufgefahren, ich glaube, da wirst du dich interessieren. Es ist ein kleines Missgeschick passiert. Er hat ein Kind in Afrika und das sucht ihn jetzt. Mario, ich wünsche ihm dann viel Glück. Ja, danke. Aber Sie haben uns einen guten Tipp gegeben. Danke. Wiederschauen. So ein Trottel hat nicht aufgepasst. Da unten ein Eger genau. Ich hau mich an. Ich kenne ihn nicht, aber sagen darf ich nicht. Ja. So, jetzt bin ich da beim Mostheirigen, beim Hoppewirten. Jetzt schauen wir mal rein, ob er uns weiterhelfen kann, hoffentlich. Unsere letzte Chance. Und es fragt seine Frau ihre Freizeit hat an. Sag mal, wer meint denn die Neger so schwarz an? Boah, ist der fesch. Aber überhaupt keine Leute, müssen wir mal schauen, ob irgendwo wer ist. Ich glaube, kochen kann er nicht recht gut. Grüß Gott! Afrika, Afrika! Sind Sie da der Chef? Ja, der Heuringwirt. Der Heuringwirt, ja? Ja, ich habe eine Frage. Waren Sie schon mal in Afrika? Ja, waren wir schon ein paar Mal. War da wer mit? War da zufällig die Person mit? Kennen Sie? Ja, ich fahre keine. Das ist der Peppe. Dreimal haben wir die Reise gemacht nach Afrika. Ist Ihnen da was aufgefallen? War er da mal kurz verschwunden hinter einem Busch oder so? Weil er wird gesucht vor einem Kind. Ja, schon zeitweise manchmal abgängig gewesen. Man hat nicht gewusst, wo. Wir haben was vermutet, aber so genau haben wir nichts erfahren von ihm. Hat er einmal was getroffen auch? Ja, auf alle. Er hat einige gute Stücke geschossen. Hat er einen Blutschuss auch mal dabei gehabt? Ein Blutschuss? Ja, wir haben es vermutet, dass er irgendwo geheim einen Schuss einmal abgegeben hat und man hat zwar nichts krachen gehört, aber irgendwas muss gewesen sein. Wo kann man denn den Peppi finden? Ist er in der Nähe von euch daheim oder? Der Peppi wohnt 7-8 Kilometer weg von mir da, oder in Steinhaus bei Wels. Ich glaube, der müsste jetzt in sein Holzhaus, in Steinhaus, gerade seinen Geburtstag, seinen 40er feiern. Danke für die Hilfe. Ich glaube, jetzt werden wir ihn finden. Oh, Duckbo, ich glaube, wir haben deinen Papa gefunden. Jetzt gehen wir schnell ins Auto und fahren wir gleich hin, weil das ist eine heiße Spur. Der Ober schenkt ihm einen Cocktail ein. Also musst du was wirklich weiß dran sein. Hat er denn wirklich angebaut in Afrika? Das wird sich ausstellen. So, Josef. Der Otikbu, dein Sohn, hat dich gefunden. Bist du bereit? Magst du ihn sehen? So, lieber Peppi. Ja, wir wünschen dir zu deinem 40er wirklich alles, alles Gute. Feiert Vollgas, gewaltig. Und soll ich kommen, was mag? Hab einfach einen Spaß damit. Alles Gute nochmal.
wir, dein Filmteam. Liebe Festgemeinde, und nun das Lied für unser liebes Geburtstagskind. Alles Gute zum Geburtstag, es gibt keinen, der dich liebt. Wir verzeihen dir zum Geburtstag, dass es dich noch immer gibt. Alles Gute zum Geburtstag, du hast keinen Freund. Stellvertretend sage ich dir, was jeder wirklich meint. Alles Schlechte zum Geburtstag, ein tiefen Jubel.